Alles dreht sich um die Champions League. Und das mit Erfolg. 4-1 gegen Hamburg, 1-0 in Gladbach. Einen großen Anteil daran hat auch Jermaine Jones. Aggressiv, hart. Einer, der vorne weggeht. Auf Schalke wird er geliebt. Aber beliebt ist er nicht überall. Von meiner Spielart schon ist es ja so, dass ich in den meisten Stadien nicht so gern gesehen bin. Und, aber wie gesagt, für mich ist es kein Problem. Ich habe kein Problem damit, wenn ich somit die Aufmerksamkeit ein bisschen auf mich leiten kann und die Leute mich dann auspfeifen und mich ausbuhen. Mich stört es nicht. Ich kann trotzdem mein Spiel machen. Und ja, dann, solange wir gewinnen und alles okay ist, dann passt es auch für mich. Gewinnen müssen Jones und Co. auch am Samstag zu Hause gegen Stuttgart. Für die Schwaben geht es in der Liga um nichts mehr. Eine gefährliche Aufgabe? Ja, die haben aber eine gute Mannschaft. Wir haben es gesehen, wie schwer es uns gefallen ist, auch in Stuttgart. Und, ja, aber nichtsdestotrotz, wir wollen Platz 4 behalten. Und, ja, wir haben auch als Ziel rausgegeben, jetzt die letzten Spiele alle zu gewinnen. Und müssen jetzt auch gegen Stuttgart gewinnen. Und ja, um dann auch ein bisschen befreiter nach Freiburg vielleicht fahren zu können. Entspannt am letzten Spieltag nach Freiburg, mit der sicheren Champions-League-Qualifikation in der Hand. So ist der Plan. Ein Endspiel im Breisgau, das muss nicht sein. Ja, wenn es so weit, wenn's so dazu kommen sollte, dann kommt. Ich denke, dass wir schon eine starke Mannschaft haben. Jetzt für, Jeff kommt jetzt auch noch zurück. Ist auch wieder eine gute Verstärkung. Dadurch jetzt auch am Wochenende, ich denke auch Jule jetzt ausfällt mit der 5. Gelbe. Passt jetzt, dass Jeff zurückkommt. Dann, wie gesagt, wir haben eine gute Mannschaft. Und wenn wir alle an einem Strang ziehen, so wie wir es jetzt in den letzten zwei Spielen gemacht haben, bin ich auch davon überzeugt, dass wir beide Mannschaften schlagen können. Mit Platz 4 würde Schalke die Saison persönlich beenden. Und danach? Jermaine Jones hat noch einen Vertrag auf Schalke bis 2014. Aber natürlich macht sich auch der 31-Jährige Gedanken um seine Zukunft. Ich habe immer gesagt, dass ich in der Bundesliga, denke ich, nicht mehr spielen werde. Wenn es sein sollte, dann für Schalke. Wenn es nicht der Fall sein sollte, werde ich, was ich nicht weiß, ob es diesen Sommer, ich weiß nicht, ob es nächsten Sommer ist, kann man nicht sagen, muss man abwarten und schauen. Ich gucke ja auch, wie es weitergehen kann und versuche auch zu planen, habe ja auch Familie und Kinder. Und wenn es so sein sollte, dass was Interessantes auf gut Deutsch kommt und mir jemand einen langfristigen Vertrag noch irgendwo mal in Europa anbieten würde, macht man sich klar auch Gedanken, so wie Schalke 04 sich auch Gedanken macht, ob sie mit dem Jermaine Jones noch mal verlängern sollen. Aber zunächst stehen erst einmal die letzten beiden Spiele gegen Stuttgart und in Freiburg an. Eins ist aber sicher, Jermaine Jones wird kämpfen, bis zum Umfallen.